Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Einblick in unsere große Online-Weiterbildung zum Digital Recruiter. Mein Name ist Carsten Tabbert und ich stelle Ihnen heute unser neues Lernmodul zum Thema Sourcing und Recht mit Nina Dirks vor. Die Uhr tickt. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft tritt. Das Thema Datenschutz wird künftig erheblich an Bedeutung gewinnen und die Bußgelder bei möglichen Verstößen nehmen bedrohliche Ausmaße an. Was muss ich beachten, wenn ich weiterhin Kandidaten im Internet suchen will? Welche rechtlichen Mechanismen greifen bei der Kandidatenansprache? Wie baue ich mir sauber einen Bewerberpool auf? Welche Dokumente brauche ich im Unternehmen? Muss ich meine Homepage ändern? Und was darf ich überhaupt noch und was nicht? Dieses und vieles mehr lernen Sie von Nina Dirks. Wir haben für Sie schon ein paar Auszüge zusammengeschnitten. Viel Spaß damit! Wenn wir uns den Recruiting-Prozess angucken oder vielmehr den Sourcing-Prozess, dann sieht das wissen Sie auch gemeinhin so aus. Dürfen Sie eigentlich aus juristischer Sicht all diese Daten erheben, speichern, nutzen? Dürfen Sie die Daten verarbeiten? Das gucken wir uns jetzt mal an. Möglicherweise sitzen Sie jetzt vor Ihrem Rechner und denken, Datenschutzgrundverordnung? Datenschutz was? Nun, dann sollten Sie jetzt ganz genau zuhören, wenn Sie bisher noch nichts davon gehört haben, denn das wird sehr, 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 sehr wichtig. Also, im Mai 2018 erlangt die Europäische Datenschutzgrundverordnung Wirkung. Die DSGVO verschärft nochmal die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gegenüber den Anforderungen des BDSG. Das bedeutet, dass die Begriffe wie zum Beispiel Verfahrensverzeichnis, technische und organisatorische Maßnahmen, Löschkonzepte, Privacy by Default und Design, Auftragsverarbeitung etc. pp., die Ihnen auch schon bisher alle ein Begriff sein müssen und es natürlich ganz selbstverständlich auch sind, jetzt noch mehr in Ihr Bewusstsein dringen müssen und Sie wirklich wissen müssen, was heißt denn das eigentlich und was muss man da machen. Sourcing und Recht. Jetzt nützt es nichts. Wir müssen uns ein bisschen um datenschutzrechtliche Grundsätze kümmern, damit Sie verstehen, warum und wieso das denn jetzt alles überhaupt wichtig wird und in welchen Bezügen das zueinander steht. Ja, damit können Sie dann zum Justiziar in Ihrem Unternehmen gehen und ein bisschen angeben mit diesem Jurasprech. Im Ernst, das heißt aber nichts anderes, als dass, solange es nicht eine Erlaubnis dazu gibt, diese Daten zu verarbeiten, solange ist das Ganze eben verboten. Yes, hurra! Heureka! Ja. Sourcing ist auch rechtlich möglich, nach dem BDSG und der DSGVO. Jedenfalls soweit grundsätzlich. Das Problem ist ein bisschen, wenn der Jurist grundsätzlich sagt, folgt die Relativierung auf dem Fuße. Sie müssen das aber beweisen können. Jetzt fragen Sie sich, wie soll ich das denn beweisen? Ja, irgendwie, dass das unverhältnismäßig viele sind und so weiter und so fort. Naja, da müssen Sie sich tatsächlich ein bisschen was überlegen. Sie müssen mal gucken, wie sehen die Unternehmensprozesse bei Ihnen denn eigentlich aus? Wie viele Kandidaten sourcen Sie denn so? Wie viele Kandidaten davon sprechen Sie dann später an? Etc. pp. Und das müssen Sie dokumentieren. Ich weiß, jetzt seufzen Sie wieder innerlich. Aber dazu kann ich nur sagen, nützt nichts. Tut mir echt leid, aber ist wie es ist, ist das Gesetz sozusagen. Von daher, da müssen Sie ran.